Darf ich mal deine Marke anfassen? Wir fahren nach unten, scheiß drauf, wir machen das später. Soll ich die Karte einlösen? Mhm. Eine fehlt noch. Alter. Naja, das ist safe oben auf dem im Dachboden, dann in diesem, in dem Schrank da, den wir öffnen können. Wo waren das? Das war hier hinten links in dem. Nee, das war nicht im Lagerraum, rechts. Digga. Das war also so der, den ich meine, der Code ist, wenn wir eins hochfahren, rechts rausgehen, bis zum Ende laufen links. Ja, aber hier unten war auch einer safe. Das zu 1000%. Irgendwas mit 5, 7, ich habe 5, 1, keine Ahnung, Digga. Wunderschön. Ah, die ist so ätzend. Ja, okay, dann gehen wir jetzt erst nach oben, hol den. Ich glaube, das war 8776. Oder 8677? Keine Ahnung. Lass die mal nach oben locken, legit. Und dann fahren wir einfach ganz silent wieder runter. Juhu! Ja, sag's doch mal, was ist denn das hier? Warte mal, warte doch mal. Sie kommt. Das ist ja der gratis Geister-Kaffee-Treff. Hier gibt es Cookies und Geister und Treff. Geister-Kaffee-Treff? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja. Der Geister-Kaffee-Treff? Ja, wo sind sie denn, die ganzen Geister? Das glaubst du ja gar nicht. Komm's doch einmal. Kommt die hier nicht hoch, Alter? Ich hab gar keinen Bock, ne? Natascha! Komm, Putt! Hallo! Probier mal. Ja. 8677 kann das gewesen sein? Es war auf jeden Fall mit 8 am Anfang und 77 war es auch. Und eine 6 war da auch. 876? Nee, es war 77. Ich bin an den Stairs. Wenn die kommt, hast du aber echt gelitten, Digga. Hast du probiert? Nee, ist es nicht. 8677 ist nicht? Ist es nicht, nee. Digga, als du erzählt hast damals, dass dein Dachboden so richtig voller Spinnen war, ne? Genauso stelle ich mir das vor. Dachboden sind halt Spinnen. Nein, als du erzählt hast, hast du dann diese Flasche einfach hochgeworfen und bist gar nicht mehr reißt. Ich hab Anti-Spinnen-Spray, hab ich da. Das sprüht legit. Man eigentlich. Er hat die Dose aufgeschraubt. Genau, normalerweise sprüht man das. Ich hab's aufgeschraubt und reingeworfen. Ich hasse die Viecher. Ich glaube, die kommt hier nicht hoch, oder? Kommen wir da rein? Wollen wir dann hier oben einmal vernünftig gucken? Wenn da war nichts, ich bin alles am abgelaufen. So speedy, warst aber du hier ganz links? Ja. Ich glaube, die hat Angst vor dem Dachboden. Kann sein. Keine Ahnung. Es ist auch Dead End. Also legit, hier geht überhaupt nichts. Also hier hinten ist komplett Sackgasse. Irgendwas mit 5, 1, 3, 5, 4, 3, 1. Digga, ich weiß es halt leider auch nicht mehr. Ja, wir müssen runterfahren, wir müssen halt gucken. Nee. Scheiß drauf. Das war ganz oben nochmal. Warte, ich würde gerne nochmal ganz hoch fahren, weil ganz oben war noch eine Treppe. Da würde ich gerne gucken, wo die hinführt. Fahr mal ganz nach oben. Na du. Gesetzeshüter finde ich ganz toll. Ja, er war schon bereit. Ich stehe auf Freunde. Eine Uniform. Oh. Okay, warte. Ah, das Ventil, warte. Dafür brauchen wir nicht zwei Ventile? Waren das nicht zwei? Keine Ahnung. Ich glaube, es waren zwei. Okay, hier nicht. Wo dann? Folgt mal dem Rohr. Lol. Oder auch nicht. Da hinten, warte mal, man muss da unten durch. Auf der anderen Seite, siehst du's? Nee, warte, was? Doch, das Ventil braucht man hinter dem Gas. Da siehst du es da. Also müssen wir erst den Aufzug machen. Ja. Und dann.
Na jetzt. Kommst du rein? Sofort, ich guck, ob hier noch was liegt. Ich drop's wieder. Ja. Boah, also das Level ist jetzt ziemlich geil. Torschlüssel. Ja, das ist der alte Torschlüssel, ja. Haben wir gerade ein Achievement bekommen für Sex Track? Ja, ne? Ja. Auf der anderen, ja. Naja. Jetzt einmal ruhig. Ja. Auf Ebene 1. Ich gehe nach links, du gehst nach rechts. Wir suchen jetzt diesen scheiß Code. Soll ich den anderen checken? Hier oben? Nee, nein. Du guckst jetzt bitte links, rechts und ich guck links. Damit wir den ersten zumindest finden. Hast du was gefunden? Mm-mm. Der war hier. War es in der Kantine? Ja. Links ist er auch, ne? Wo bist du gerade? Ich bin die Treppe hoch. Achso, Leute, du guckst nach deinem oder was? Nein, nein, ich guck allgemein, da waren noch zwei Kisten zum Beispiel, die wir gar nicht geöffnet haben. Hm. Ich fahr eins hoch, ja? Ja. Da bin ich eh. Naja. Ich bring noch ein Madpack mit. Oh, und eventuell ein Achievement für uns beide. Cool. Fuck! 8677. Diese Behinderte. 8677 haben wir eben probiert, war falsch. Außer du hast es falsch eingetippt. Okay, das muss der andere Code sein. Ja, ich glaube, also wir haben ja gesehen, es gibt ein Achievement dafür, dass man sich stunt. Das haben wir gesehen. Ich versuche jetzt dir diesen Stein ins Gesicht zu werfen. Und dann darfst du mir, ich habe drei dabei, du darfst mir auch einen reinwerfen. Okay, Augen zu und durch. Ich habe ein Achievement bekommen. Professional Betrayer. Betray your friend by stunning them. So, warte, ich drop dir. Hier. Und noch ein Madpack. Einer reicht. Boah, man kann sich gar nicht mehr bewegen dann, ne? Heb dir den mal auf. Vielleicht brauchst du den noch. Ich hätte gerne hinten noch den Hebel geholt. Wir müssen den anderen Code finden, Digga. Was für ein Hebel? Nein, wir haben doch den Hebel schon benutzt. Ja, Mann, ich kann halt nicht an der Aufnahme gucken, solange ich aufnehme. Lass mal eins. Nee, eigentlich ist es dumm. Wir müssen auf der 1 gucken. Ja, wir gehen nochmal runter und dann schauen wir jetzt nochmal. Vielleicht warst du nicht gründlich genug. Hm. Wo willst du gucken, links oder rechts? Rechts? Mhm. Wichser. Was war das denn für eine Aktion? Ich geb dir die sogar noch, weißt du, ich bin so nett. Und ich wusste, dass es nicht gut kommt, wenn ich das machen würde, wenn wirklich eine Ernstsituation ist. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen das lustig im Aufzug, dann ist gar nicht irgendwie Stress oder so. Und dann haben wir trotzdem was zum Lachen. Nicht rum. Und dann steigen wir aus und er haut mir einfach so einen Backziegel in den Nacken.
Ja, meine Schönheit, was los? Und hast du schon gefunden? Ist sie bei dir? Ja, ja. Hast du es im Keller gefunden dieses Mal? Kann es sein? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Lenk die mal ab, ist sie noch bei dir? Ah ja, die ist direkt vor mir. In aller Pracht. Sag, wenn die weggeht. Die ich sprint jetzt durchs ganze Gebäude. Die ist direkt vor mir. Ich rede auch ein bisschen, damit sie nicht weggeht. La 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 lulululululu. Die ist direkt vor mir. Da, 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 da. Mit den ganzen Haaren, die da alle waren. Und sie stehen hoch. Ich hab noch einen Lagerraum gefunden. Baderaum? Cooler Baderaum. Lagerraum. Lagerraum. Ja, der ist auch okay. Ja, sie dreht die ganze Zeit so ihre Ründchen, die macht hier links, rechts, links, rechts, links. Ja, ist schon doof, wenn man so groß ist, ne? Dann passt man hier in den Aufzug. Das suckt schon, also muss man schon sagen, das ist ärgerlich. Das würde mich nerven, wenn ich du wäre. Ja, da läufst du und läufst du. Was machst du denn? Oh nein, oh doch, sie ist noch da, alles gut. Ich komme mir schon ein bisschen doof vor, ne? Ach ja. Wie läuft deine Suche? Stört dich nicht. Ich hab noch Keycards gefunden. Das ist sehr erfreulich. Haben wir die schon gesehen? Ja. Ich habe auch noch Schlüssel gefunden. Ich würde jetzt noch mal ein paar Räume aufmachen. Ja, mach du mal. Chill mal mit der. $11. Warte, Öhrchen juckt. Ich hab den Dietrich. Was haben wir denn sonst noch hier? Ja, du hast einen Dietrich, das ist saugeil. Das bedeutet, wir können das aktivieren. Wo soll ich hinkommen? Eine Akte, geil. Bist du im... Die kommt. Nee, sie kommt nicht. Sie ist noch bei mir. Hast du gehört? Vorsicht, sie ist noch bei mir. Ah, Mann. Kann ich dich irgendwo abholen mit dem Aufzug? Dann können wir das mit dem Dietrich und den Ventilen machen. Ich bin im dritten. Okay, ich komme. Die ist zu schnell. Ich gehe woanders hin. Ich bin ganz oben. Diese ekelhafte, Alter. Guck mal, ich hab noch einen. Ich hab noch eine Sicherung gefunden, by the way. Dann mach mal hier. So geil, let's go. Ja, Mann. Yes. Ich drop mal den Dietrich hier, ne? Der sechste ich hab Stock, noch ja. einen alten Schlüssel. Was ist das denn? Oh, lol, das ist der Torschlüssel. Dafür brauchen wir diesen Torschlüssel. Ja, Mann. Der? Hast du ihn? Oh, guess. Ja. Okay, hier brauchen wir das Ventil. Mach mal Valve und Steam. Ja, geh mal weg, 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 weg. Und dann können wir hier ausbrechen durch das Gitter oder was? Okay. Brecheisen. Ich glaube, das war's. Aber ich würde es gerne mit den Keycards machen eigentlich. Tipp, 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 tipp. Du glaubst gar nicht, wie lange das dauert. Die kommt hier nicht hoch. Du hörst sie unter dir, aber die kommt hier niemals hoch. Die kommt hier nicht hoch. Guckst du wenigstens und ich mach. Du blöder. Die Alte kommt doch hier hoch. Ja, die oh. kommt hier nicht hoch. Alles auf gut, einmal steht dass die Schönheit sagt. Vor mir. So eine Warnung. Hey, sie macht doch sofort ihren Schrei. Willst du mich Ein verarschen? Ein Notfallruf wäre hilfreich gewesen. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich noch einen Verbandskasten habe. Du musst mir sagen, ob die weg ist. Sonst ist ich sehe nur schwarz, da ist nichts. Die tapst aber noch. Ruhe jetzt. Ui. Was eine dumme Scheiße, Alter.
Ich glaube, die kommt da auch. Boah. Weißt du, ich würde sagen, du fährst jetzt nochmal runter, lenkst sie ab und ich sag dir dann, wenn hier offen ist und ich raus bin, dann kannst du... Ich stelle mich jetzt wieder an diese scheiß Treppe, an den Treppenabsatz und du und gehst jetzt hier ins Brecheisen hin. Wenn ich mache, dann weißt du's. Ich glaube, sie kommt. Was für ein Assi-Move das wäre, wenn du mir mit dem Rücken einfach den Aufzug zumachst. Nein, Mann, ich will das jetzt auch noch durchspielen, Digga. Warte. Sie kommt. Alter, was ist das? Du musst halt auch wirklich warten, bis ich da stehe, sonst bringt es nichts. Du kannst nicht direkt anfangen, Digga. Jetzt warte kurz. Los. Hä, hey, die hat mich durch den Aufzug. Wie, warte, was? Pass auf, dass du nicht im Rand stehst. Die hat mich durch den Aufzug gekillt, ja? War das scary? Ja. Digga. Ich glaube, weil direkt dahinter die Treppe verläuft, hat mich da irgendwie durchgegriffen. Was? Das ist sehr unauffällig. Los. Wir haben's. Ja, Mann. Vom Dach gerutscht und tot. Nee, wir haben's überlebt. Stark. Das haben wir tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Alter. Crazy. Zwei Entities kann man noch nicht einstellen, ne? Man kann aber einstellen, dass es jetzt randomized ist. Das heißt, wir haben jetzt auf den Maps unterschiedliche. Das heißt, es muss jetzt nicht mehr der Dicke auf dem Krankenhaus sein, zum Beispiel. Was schon mal irgendwie eine coole Änderung ist. Aber willst du die Hexe im Krankenhaus? Was war denn im ersten Ding? Was war denn das? Das war so ein Krabbelfieh, ne? Ja. Ich erinnere mich. Warte, wir gucken mal ganz kurz. Sekunde. Wir brauchen ein neues Horror-Game, wir haben es durchgespielt. Also wir haben jetzt zufällig Entitäts-Modus. Die Entität, gegen du die spielst. Gegen du die spielst. Wird zufällig ausgewählt, um mehr Angst zu erzeugen. Aber dass man nicht mehrere nehmen kann, ist halt schon richtig räudig, so. Ich würde vielleicht die Middle School nochmal anmachen, weil die war nicht so groß. Die Middle School? Ich finde das Krankenhaus aber viel geiler. Also, wie viele Level gibt es? Drei? Drei. Und bald eben viertes. Was haben wir heute? Wir haben heute den 20. in 5 Tagen. Ich bin ehrlich, das Krankenhaus war mein Favorite bis jetzt. Dann machen wir das Krankenhaus, wenn du das Krankenhaus willst. Ich habe bloß gedacht, Middle School ist klein, da können wir jetzt Dokumente und so sammeln für 100%. Ja, aber die Middle School war auch so ein Drecksler. Wir können die Middle School machen, aber ich würde im Krankenhaus schon gerne nochmal diesen, den Helikopter machen. Auf jeden Fall, ich bin da voll hinter dir. Wir können uns aber auch noch ein neues Koop-Horror-Game suchen. Natürlich. So. Okay, Map ist ausgewählt. Outlast Together. Hallo? Sag mal was. Ich höre dich. Okay. Ja, ne? Oder soll ich anstellen, wie war das mit sofortiger Tod? War man dann wirklich komplett tot und musste zugucken? Ja, ne, dann konnte man nicht wiederbelebt werden. Nee. Ja, dann lassen wir das aus, weil Wiederbeleben ist schon wichtig, finde ich. Hast du jetzt Random Entity auf dem Ding? Ja, ich habe Random Entity an und... Ey, aber wenn der Fettsack da jetzt durchrennt, dann ist ja auch komplett am Ende. Nee, achso, mach die Map habe ich gar nicht ausgewählt. Mach mal auf Hard ruhig. Hard? Okay. Ja. Okay. Welchen Ausgang hatten wir das letzte Mal? Über die Leiter raus? Wir sind über die Leiter raus, ja. Wir könnten dann dieses Mal das Auto wirklich reparieren. Das haben wir nicht gemacht. Ja, könnten wir machen, I guess. Komm, wir spielen eine Runde Dart. Man kann die Darts auf den anderen werfen. Warte mal, ich will da mal einen auf. Dann passiert leider nichts. Ja, okay, können wir jetzt starten? Ja, aber natürlich. Also ja, Stress hier nicht so, ne? Oh, ich hoffe, es ist nicht die alte, ne? Ja, dann ist eh vorbei.
Die Waffe ist jetzt echt am nervigsten. Vor allem, weil die halt durch die Wände kommt. Ich wollte gerade sagen, wir lagern wieder im Aufzug. Die Notausgangstür gibt's natürlich auch, ne? Können wir noch mal ins Hauptmenü? Warum? Bitte? Bitte, lass noch mal neu starten, bitte. Ich muss noch mal ins Hauptmenü. Warum? Ich muss noch mal ins Hauptmenü. Geh mir am Sack. Ja, dann, okay. Wissen du? Erlebe ich's jetzt noch? Ja, sofort. Ich will dir noch einen Ziegelstein in die Fresse werfen. Fuck. Was ist hier? Okay. Das gibt's nicht, dass wir random machen und dann ist diese Hexe da, Alter. Warte mal, ich mach mal kurz noch Skins. Ich könnte mir jetzt einen Skin kaufen. Ich will jetzt nämlich auch einen Skin. Ich wollte mir nämlich auch einen neuen Skin holen. Du musst mir sagen, wie ich mich jetzt. Ich bin jetzt Eclipse. Die ist cool, ne? Was willst du, den Dönermann? Kebab, mein Charakter-Skin. Hast du Geld dafür? Wie sieht die Alte aus? Ja, gut. Die hat richtig krass tätowierten Arm, Alter, mit einem Drachen. Ich dachte gerade, du sagst, die hat richtig krass tätowierten Arm. Ich hab nichts anderes erwartet, legit. Die hat richtig krasse Titten. Die sieht halt aus wie Lara Croft irgendwie, ne? Ach, fick dich. Oh nein. Du blöder Hund. Ich hab Gasolin. Das ist Spider-Man, ne? Ja. Sammel mal die Notizen, wenn du kannst. Ja, bin dabei. Gibt ein Achievement. I'm coming home, coming home. Ich hab nichts. Ich hab ein Messer und Gasolin. Also Benzin, what the fuck. Und Hammer. Ich hab ein Seil. Und nochmal eine Notiz. Ach, hier musste man ja auch an der Werkbank was herstellen. Ja, aber das brauchen wir gleich nur für die Leiter. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab den Autoschlüssel. Sehr gut. Wenn du eine Sicherung findest, sag Bescheid. Nee. Nevermind, ich hab was ganz anderes gefunden. Alles gut. Ich hab was ganz anderes gefunden, Alter. Zwei? Ich drop jetzt hier vorne ein paar Sachen, ja? Ja. Oh, scheiße. Den Autoschlüssel behalte ich lieber in der Hand, den findest du nie wieder. Ja. Ich bin tot. Was? Noch nicht ganz, aber fast. Lul. Lauf. Ich bin dabei. Wo droppen wir unsere Items? Das Auto war im Keller, ne? Oh, shoot. We might have a little problem over here, my friend.
You should go away. Holy shit, what is going to happen? Jesus Christ. Alter, der ist auch echt ein bisschen hartnäckig, ne? Also der hat richtig Bock, mit mir zu kuscheln. Hi. Ich bring dir was mit. Also die eine Tür mit dem Cutter habe ich schon aufgemacht. Cool. Oh fuck. Oh, du bist ja ein hässlicher Bonobo, Alter. Lol. Was war denn mit dir los? Da lief gerade einer ohne Kopf, ne? Hast du ihn auch gesehen? Hä? Das warst du? Nein. Du bist da gerade ohne Kopf lang gespielt, doch? Nein, das war ich nicht. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das war der Kebabmann! Das war ich nicht. Kann der ihm was tun? Nein, der läuft nur rum und der redet die letzten Sätze, die du geredet hast, also wie man selber redet, wiederholt der aus irgendeinem Grund. Und dann läuft er auf einen zu und dann läuft er wieder vor einem weg. Das ist schon so oft passiert. Das ist richtig scary. Ich hab mich da schon so oft erschrocken, als der vor mir stand. Aber der hat deinen Skin. Ja, und der redet auch mit meiner Stimme. Die letzten Wörter und Sätze, die ich gesagt habe. 1:1. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das ist richtig eklig. Hey, und so ein krasses Feature packen die nur ins erste Level? Nein, das hatte ich schon in den anderen auch. Oh fuck. Ich hatte das. Bis jetzt nur im ersten. Hast du einen Schlüssel? Nein. Ja, doch, einen. Alter, okay, Schlüssel. Da die 9. Da die 9. Dann lass es halt. Dieses Kackvieh. Oh Gott, das war die Bibliothek. Eine Säge. Ein Cutter. Ein Schlüssel. Ja. Wo bist du? Das redest du noch nicht. Schon unhöflich. Jetzt glaube ich, geht's aber los hier, ne? Jetzt werde ich ja mal. Jetzt ist ja mal die Zeit gekommen, dass du mal was sagen tust hier. Trenn mir direkt die Augen, ja.